Hallo Leute, ich begrüße euch wieder herzlich zu Portal 2. Jetzt sind wir hier im zweiten Teil angelangt. Der Kaltstart genannt. Wir haben die gute Dame GLaDOS wieder aktiviert mit Hilfe unseres Freundes. Das war eigentlich nicht geplant, aber jetzt sind wir halt am Sack. 1 von 22. Neues Zeichen. Wahrscheinlich, dass wir den Laser nicht erwähnt hat. Ach so, okay. Das ist alles sehr gut machbar. Okay, das ist doch nicht so einfach. Dann gehe ich jetzt auf die Plattform. Und dann geht das hier ab. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ich finde diese Männchen total geil. Gibt es auch viele Trailer von, die im Vorfeld zu Portal 2 veröffentlicht wurden. Muss ich mal irgendwie eine Linkbeschreibung oder so. Eine Videobeschreibung meine ich. Rein kopieren. Sehr witzig. Genauso wie dieser Aperture Laboratories Ladebildschirm, den ich nicht mehr sehen kann. Aber zum Glück ist ja schon der zweite Teil von diesem Spiel. Kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Das Ding kommt überhaupt nicht klar. Was passiert denn? Alles klar, es tut ihm weh, der Guten. Ich kann diese Kameras immer noch nicht haben. Ja, was ist denn? Hey! Hallo? Ich hätte auch hier bleiben können. So, was können wir jetzt hier machen? Alles in den Arsch machen hier, Leute? So. Hopp, hopp, hopp. Schnell. Ah, ich verstehe. Ah, ich hab's falsch gemacht. Scheiße. Erste Level schon und sofort am Abkacken hier. So. Oh, ey. Ganz ruhig. So. Da. Hoffentlich geht er. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja gut, würde ich wahrscheinlich an ihrer Stelle auch sagen. Andererseits wissen wir halt nicht, ob das die Person halt alles freiwillig gemacht hat, diese ganzen Tests im ersten Teil schon, ne? Wir haben am Ende gesehen, dass sie irgendwie weggeschleift wurde, aber von was und wieso und... Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Die sagt ganz schön fiese Sachen, finde ich. Das ist ja auch alles im Arsch, ey. So, wie mache ich das jetzt? Zack. Was? Hallo? So. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Hier ist nichts hinter. Oder wie, oder was? Don't even try. Video kills radio star. Sucker Slack. Verstehe. Also eigentlich nicht, aber ich probiere es zu verstehen. Ja, wie machen wir das hier? Wir haben nur...
Ach Leute, warum denke ich denn immer so kompliziert? Oh. Nee. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Das ist auch ziemlich fies, sowas sagt man nicht zu einer Frau. Sowas sagt man eigentlich generell nicht, aber ich hab da eh nicht da den Durchblick. Aperture Laboratories natürlich. Er winkt immer noch freundlich, oder? War das das mit den Bäumen? Moment. Nee. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Das Sprichwort, schalt einen Gang runter, ist eigentlich... Eigentlich müsste es heißen, schalt einen Gang hoch, weil durch das Runterschalten wird die Motordrehzahl, ja, wenn man jetzt das von einem Kraftfahrzeug oder so auf Kraftfahrzeug bezieht, wird die Motordrehzahl höher und der Motor muss mehr Arbeit leisten. Im Gegensatz zum Hochschalten, wo die Drehzahl runtergeht. So viel am Rande. Kurs kann man schon mal gebrauchen. Nur wofür? Da hinten. Da hinten müssen wir hin. Aber wie? Nee. Weiß ich nicht, Leute, übersehe ich irgendwas? Nein, sehe ich. Alles gut, hab's verstanden. Boah, das war knapp. Ich muss erst da rüber. Dann mache ich jetzt das Ding da aus, dann kann ich da mit dem Kubus rüber. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Ich mich doch schon. Hier fällt die ganze Scheiße noch runter. Wo bleibt mein Aufzug? Portal 2, Bögenchen, ich könnte da jetzt echt mal gerne einen neuen Ladebildschirm sehen. Ist das eine neue Grafik? Warum ist das denn so zerfetzt? Dann kann man das gar nicht so sehen. Schwer. Achso, so eine Sprungfeder. Okay. Verstehe schon. 5 von 22. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Sehr cool. Was habe ich jetzt hier ausgelöst? Aha. Ja, sicher. Das klappt doch gut. Nein, verstanden, das Prinzip. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Wahnsinn. So, jetzt gucke ich mir das hier nochmal an, diese Sprungfeder da. Kommt das Ding drauf? Wird da
in den LKW geschossen, fällt wieder zurück. Und das juckt die gar nicht. Ich mag die kleinen schwarzen Jungs da. Also diese Strichmännchen. Oh Gott, nicht, dass ich jetzt schon wieder irgendwas Rassistisches gesagt habe. Leute. Average Laboratory. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ich könnte ja helfen, aber mach ich ja nicht. Als auseinanderbrüttelt ist ja nicht so feierlich. Ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Da ist doch der gute. So, jetzt müssen wir nur irgendwie auffangen. Ah, zack. Das war doch schon mal nicht schlecht. Okay, wie komme ich jetzt nur dahin? Achso. Ja, Punktlandung. Naja. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Selber Müll. Ich hab die doch kaputt gemacht. Ladebildschirm, ja, Aperture. Ich kann's nicht mehr sehen, Leute. Am besten schneide ich das alles raus, bevor ich hier komplett ausraste. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Das war das Zuggeräusch aus Half-Life. Ach Quatsch, ein Begleiterkubus. Jetzt habe ich gar nicht auf der Schild geguckt, Nummer 7. Kannst du dich erkennen. Zack. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Von wo denn? Oh, wow, wow. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Hey. Gut, dass ich sie los bin. Kann ich die nicht dadurch? Doch, gar nicht. Brauche ich den wohl nochmal? Ich hole ihn am besten einfach mal hoch, nur ich weiß nicht wie. So. So, so sieht doch ganz gut aus. Da nur irgendwie rüberkommen. Genau, nur so. Nur anders halt. So, schon her. Oh, das war knapp. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Achso, ja, verstehe. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt.
Nimm bloß nichts mit. Nein heißt ja. Wie kriege ich jetzt... Ah ja, verstehe. Blau. Ich muss ins Orangene gehen. Ich nehme den Kobus mit. Geh nach da unten. Hahaha. Oh, andere Richtung. Gucken, was sie jetzt sagt. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam und wir haben so viele davon. Blöde Kuh. Aber rein theoretisch müssen ja jetzt unsere Portale noch da sein. Weil, ne? Und so. Naja. Soll mich aber nicht wundern, wenn... Nein, sie sind nicht mehr da. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Leute, ich glaube, diese Tests kann man machen, weil es in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich und sag bis... Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Toll. Mit diesem Wissen verabschiede ich mich von dieser Folge aus in die nächste Folge und bis dann. Ciao.